Keiner von uns, ob Groß- oder Kleinagentur, kann vorhersagen, das wird ein hundertprozentiger Erfolg. Es gibt keine Garantie, wenn man einen teuren Film oder einen billigen Film macht, dass er funktionieren wird. Und wenn man es nicht probiert, wird man es nicht wissen, ob es doch nicht gegangen wäre. Fernsehen ist die teuerste Form der Werbung überhaupt. 1.000 Euro pro Sekunde. Wenn ich es mir nicht leisten kann, dann muss ich mir andere Wege überlegen. Und online ist für alle leistbar. Jedes Unternehmen auf der Welt hat eine Webpage. Jeder, der eine Webpage hat, hat eine private Fernsehstation. Wir schauen nicht mehr fern. Die Konsumenten, die Zuschauer wollen sich nicht langweilen. Der Mensch will auch nichts mehr lesen. Wir wollen Information und Entertainment in einem. Leistbar, jederzeit abrufbar. Die Statistiken beweisen uns, dass wir im internationalen Vergleich ist Österreich in der Nutzung der modernen audiovisuellen Kommunikationsmarketingmittel sind wir ziemliches Schlusslicht unterwegs am Planeten. Tschechien, Slowakei, Bulgarien, Rumänien, Polen, Slowenien. Was machen die denn? Die sind zum Teil den Unternehmern in Österreich um Lichtjahre voraus. Die Unternehmerinnen und Unternehmer, die beschließen, das braucht man nicht. Ciao, gibt es mehr Platz für die, die es tun. In Österreich sind es ganz wenige, die das langsam begreifen. Sie wachen langsam auf, so wie nach dem Winter die Murmeltiere, die aus den Löchern rauskommen und sagen, ha, Video? Für den ersten Eindruck gibt es einfach keine zweite Chance. Ich sage, geh online.